So, moin, schön, dass ihr da seid. Heute, wie versprochen, mit dem neuen Video von meinem alten Verkaufen. Mal kräftig schütteln, Jungs. Jetzt größeres Rohr hätte nichts gebracht. Ja, Grüße von Christian. Ich mache gerade ein bisschen Chaos, wie man das so sieht. Hier sieht es aus wie bei Hempels. Ich bin am Probieren, am Machen, am Tun. Wir fangen damit mal gleich an. Was mir am größten und am meisten Kopfschmerzen bereitet hat. Ich habe es fertig. Oder es sitzt, dass es auch sitzt, dass es mir gefällt. Der Ladeluftkühler sitzt. Ich habe dafür ein bisschen was wegflexen müssen. Ja, das Ganze mit Kantenschutz ein bisschen verschönert, dass das nicht so scheiße aussieht. Das ist aber für mich ausreichend. Es hält. Wo wir gerade dran sind oder wo Mülli uns dann oder mich überrascht hat, dass wir heute einen kleinen Vlog drehen. Ich bin an Ladeluftverrohrung. Das heißt, auf dem Weg zum Ladeluftkühler hin. Ich kann das ja mal zeigen. Man sieht, oh, it's magic. Das Ding ist schon ein bisschen weiter geworden. Ja, ich war nicht ganz faul zwischen Weihnachten und Neujahr, beziehungsweise zwischen Neujahr und der ersten Woche. Meine Krümpelecke, meine Gerümpelecke, sag ich mal, ist jetzt soweit, naja, fertig kann man es nicht nennen, aber es sitzt zumindest an seiner Stelle, dass ich mal so ein bisschen Maß nehmen kann zur Ladeluftverrohrung. Was mir gar nicht gefallen hat, ist, dass ich aus dem Lader mit einem 90-Grad-Bogen, sag ich mal, Samco oder halt dementsprechend einem Silikonbogen raus muss. Das gefällt mir nicht, weil die ganzen anderen Wege dadurch mega lang werden und danach noch schlimmer aussieht als vorher. Also, sag ich mal, noch mehr Wirrwarr in der ganzen Kacke ist. Deswegen, da müde ich mich gerade bei überrascht, das will ich euch unbedingt zeigen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Oh, das Ding will runterflippen. So, das Ding hier, weg, brauche ich nicht. Ta-ta-ta-ta. Ich habe ein bisschen rumgebraten, ein bisschen geschweißt. Ja, sieht nicht schön aus, aber das ist auf jeden Fall dicht. Ja, ich habe das mal gelernt. Rohre kann ich. So, damit man das Ganze mal sieht. Ich ahme die originale S3 Ladeluftverrohrung nach. Ich möchte am Riementrieb lang und halt, dass die Wege, sag ich mal, vom Schubumluftventil und vom N75 kurz gehalten sind. Damit das nicht so scheiße aussieht, damit mir das ein bisschen gefällt oder mir selber gefällt, baue ich mir das Ganze jetzt einmal um aus einem Teil. Ich möchte auch so wenig Verbinder, Silikonverbinder, wie es nur möglich ist. Ich mag das nicht. Das ist mir einfach zu viel Krimskram, zu viel Stückelung. Ja, des Weiteren bin ich gerade im Innenraum dabei. Ich muss ja meine Pedalerie aufs E-Gas umschweißen. Da hat Florian mir gestern fleißig bei geholfen. Ja, der Einzige, der wieder gearbeitet hat. Die machen mir Vorwürfe beim Rausziehen vom Armaturen. So, Hänger. Genau. beim Rausziehen vom Armaturenbrett. Ja, dafür musste noch der Wischermotor dann raus, weil sonst kommt man hier in die scheiß Schraube ran. Und diese olle Windleitblech oder was das sein soll, da oben vom Scheibenrahmen musste runter. Deswegen ist hier so ein bisschen Chaos. Wie man sieht, ja, ganz toll. Man sieht hier so einen schönen Rüssel. Ich habe schon mal meinen Wasserkühler reingesteckt, vorsichtshalber, damit ich ein bisschen Maß nehmen kann, was ich vorhin sagte. Maß nehmen. Das wäre jetzt geil, ne? Oh, Maß. Nee, nee. Nein? Guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt macht er nicht mehr. Der macht Seifenblasen ohne uns. Ich kräftig mal Seifenblasen macht. Erstmal müsst ihr kräftig schütteln. So, dann zieht er den Stab raus und dann müsst ihr reinblasen. Und es hat nicht funktioniert. Mach doch nochmal. Ui! Also ne, immer Spaß beim Vloggen. Genau. Dank Florian. Und immer kräftig schütteln, Jungs. Tut mir leid für die kleine Ausschweifung, die da gerade passiert ist. Das kann manchmal unter dem hohen Stress passieren, diesem hohen Niveau des Stresses. Mülli, hast du noch Fragen? Hast du irgendwelche Fragen? Was soll ich erzählen noch? Wir haben entschieden, es ist nicht interessant. Ich hab eine Frage. Ja, dann frag doch mal. Ist der Rohrdurchmesser entscheidend bei der Ansaugung? Oder hast du da irgendwie... Ich habe wahllos gewählt. Nein, wenn es an mir ginge, damit es massiv aussieht, hätte ich natürlich ein Männerrohr genommen. Ne? Schön
Lüftungsrohr, immer 100er KG-Rohr. Schön. Nimm noch mal die Ansaugung. Ich wollte gerade sagen, die Ansaugung. Nimm noch mal das Rohr in der Hand. Soll ich das? Nein, das kann ich im Kamera nicht. Soll ich das wirklich machen? Das ist jetzt 54er. 54 mal 2. Was ist jetzt, wenn du 70er genommen hättest? Hätte das viel männlicher ausgesehen. Ja, sieht männlicher aus, aber ich habe das Ganze abgestimmt mit, oder naja, abgestimmt, wollte ich sagen. Ich habe denjenigen gefragt, der das Ganze für uns immer abstimmt oder die ganzen Sachen für sich oder sich darum kümmert, dass es bei uns passiert und funktioniert. Ja, kannst du ruhig sagen, wer das ist. Das war Steffen. Danke, Steffen. Ne? Grüße an Steffen. Danke, Steffen. Von? Christian. Nochmal. Grüß. Nein. Hallo. Flo kackt sich in die Hose. Ich habe mich auch geschissen. Christian. Ja, Grüße von Christian. Ich habe jetzt zwar einen Brüller gerissen, dass sie sich alle einmal in die Hose geschissen haben vor Lachen. Aber Grüße an Steffen von CCT. Dankeschön nochmal dafür, dass das mit dem Auto auch so gut geklappt hat. Man sieht es ja noch. Er steht uns dabei bei Rat und Tat zur Seite und er hat auch mit mir nochmal geredet über das Rohr. Ich wollte eigentlich, habe ich versucht. Ich hätte jetzt natürlich, ne, weil ich bin ja so ein Typ, bigger is better. Das sagen die Frauen auch immer zu mir, aber auf uns nicht. Also, jetzt größeres Rohr hätte nichts gebracht. Können wir jetzt beim Thema bleiben. Ja. Muss ja eigentlich auch so rechnen. Ich habe einen recht kleinen Lader. Ich meine, so ein winziges Ding da hinten macht nicht viel Luftmenge. Seine Expertise oder seine Erfahrung beziehungsweise sein, wie soll ich das nennen? Wie nennt man das, Alter? Ich komme nicht auf das Wort. Wisst ihr das, wie scheiße das ist? Er meinte zu mir halt einfach oder sagte, mach zum Ladeluftkühler ein kleineres Rohr. Das heißt, dementsprechend gehe ich da jetzt auf 54 mm bis zum Ladeluftkühler Eingang. Am Ladeluftkühler-Ausgang werde ich dann auf 60 hochgehen. Ich sag mal Drosselklappenmaß, dass ich dann aus dem Ladeluftkühler größer gehe. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, es tut mir leid. Du hast selber Schuld, wenn du hier hinberatzt. Das waren 36,5 cm Länge. Ja, ich muss ganz schön viel schneiden, glaube ich. Einfach darum, dass man nicht diese große Luftmenge im Ladeluftsystem vorher erstmal unter Druck bringen muss, sondern dass der Lader einfach dementsprechend früher anspricht. Das war der einzige Grund, warum ich das dann gemacht habe, warum ich darauf gehört habe. Ich meine, so ein kleines 54er Rohr sieht nicht so weltbewegend da oben drauf aus, aber ich denke mal, wenn das dann schön geschliffen ist und dann nochmal ein bisschen gefinisht ist, dann sieht das auch hoffentlich ganz gut aus. Aber das dauert noch, soweit bin ich nicht. Ich werde das mal heute das Ding fertig schweißen, dass die Strecke bis zum Ladekühler in einem Teil ist. Und dann hoffe ich, habe ich das bald durch. Dann muss ich mich nämlich an den Innenraum begeben. Brauchst du das heute noch ein? Nee. Nee, ich muss erst mal halt schweißen. Wie sollen die Leute denn jetzt sehen? Ich kann das machen. Wie Dicker da sitzt, steht und was erzählt von Ladeluft? Ja, das wollen die sehen. Guck, sehe ich nicht schön aus dem Licht? Das ist immer schon ganz dreckig. Ich soll einen von Ladeluft erzählen. Das ist das, was du gerade gemacht hast. Ich weiß, was ich schon wieder sehe. Weißt du, was ich schon wieder gerade sehe? Dass ich alleine, also, kennt ihr das, wenn ihr euch selber danach anschaut, dass ihr euch dann totlacht, wenn ihr euch selber seht? Nee, ich würde mich schämen. Ich schäme mich nicht. Fremdschämen und so geht nicht. Das gibt's gar nicht. Ach so, übrigens, ihr könnt auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob sich Christian rasieren soll oder nicht. Ich rasiere mich nicht. Ich bin Soldbergbart. Also, wenn wir auf das Video 50 Likes kriegen, rasiert sich Christian. Oha. Ich mach mir das. Dann machen die das im Video, im Vlog. Machst du das? Schwörst du? Wenn wir 50 Likes kriegen? Ja, mach ich. Das ist ein Rohr. Das schweißt nicht gerade. Baller das ganze Zeug aus Edelstahl zusammen. Jetzt halt als 54er Rohr. Danach schmeißen. Dann sieht das dann ein bisschen besser. Das Ganze passiert mit einer Wolframanode.